Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur großen Marconi-Funkschau hier in Paderborn im Schloss zu Neuhaus. Schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Mein Name ist Marconi, Guglielmo Marconi aus Bologna, und ich möchte Sie heute Abend mit ganz, ganz vielen Experimenten gespickt durch das Programm führen. Ja, unsere Zuschauer an den Bildschirmen werden leider von den Experimenten nichts mitbekommen. Das ist Ihnen sozusagen hier im Spiegelsaal des Schlosses zu Neuhaus ja vorbehalten. Ja, die Zuschauer können wenigstens mal diesen Fachvortrag, der im Grunde das Programm ja symbolisiert, wenigstens das verfolgen können. Ja, und da starten wir einfach mal rein und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja, mein persönliches Interesse an der Nachrichtentechnik begann eigentlich 1885. Also genau da beginnen wir natürlich dann auch unsere heutige Zeitreise. Also 1885. Ja. Der Anlass für mich, mich mit der Funktechnik zu beschäftigen, war eindeutig der deutsche Physiker Heinrich Hertz, der ja 1885 als erster elektromagnetische Wellen im Experiment nachweisen konnte und 1886 auch in der Lage war, mittels eines solchen Funkinduktors, wie wir es hier vorne schön auf den Tischen sehen, auch selbst zu erzeugen. Ja, interessanterweise reichte es diesem Wissenschaftler, die Funkwellen entdeckt zu haben, und er machte leider nichts weiter daraus, was natürlich für mich als Guglielmo Marconi die Chance war, im Grunde meine Entwicklung und ja, Geräte im Grunde auf diese Erkenntnisse des Heinrich Rudolf Hertz aufzusetzen. Ja, und das gucken wir uns mal an. Also, wie funktionierte das dann? Und wie sah denn das jetzt konkret aus? Also, diese Experimente des Herrn Hertz haben wir natürlich hier aufgebaut. Ja, und da haben wir gerade im Experiment schön sehen können, wie das Ganze mal anfing, ne? Nämlich hier mit einer ganz normalen kreisrunden Dipolantenne, an deren Enden eben zwei dicke metallische Kugeln sitzen. Und immer wenn ein Blitz sozusagen bei einem Gewitter sich annäherte, dann konnte der Hertz zwischen diesen beiden Stahlkugeln, die ja auch hier rechts auf meiner Grafik schön zu sehen ist, konnte er kleine Blitze auch im Grunde an dieser Antenne erkennen und aufspüren. Und damit war eigentlich klar, es gibt außer dem Licht, also dem sichtbaren Licht, auch noch andere elektromagnetische Wellen. Und das war im Grunde der Ursprung aller Dinge, die jetzt als nächstes natürlich dann insbesondere auch auf meiner Seite erfolgt sind. Ja, denn meine große Zeit begann 1895. Ich war damals 21 Jahre alt, also noch jung und knackig, wie man heute sagen würde. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, weil meine Eltern relativ gut betucht waren, also mich mit diesen physikalischen Themen zu beschäftigen. Und da beschäftigte ich mich natürlich zunächst erstmal mit diesen theoretischen Arbeiten von Heinrich Hertz. Und dann im Jahr 95 versuchte ich eben mit ersten eigenen praktischen Experimenten das Thema der damals noch sogenannten Hertzschen Wellen, so nannte man das früher, erstmal zu verstehen und dann natürlich auch in eigenen Experimenten die Versuche des Herrn Hertz dann natürlich auch mal im Labor nachzuvollziehen, ne? Und das Ganze machte ich natürlich zu Hause im Familiensitz in Bologna, also das Haus meiner Eltern, ne?
Und konnte dann schließlich auch im Umfeld unserer Villa erste Distanzen von 2 Kilometern drahtlos mit einem Knallfunkensender überbrücken. Ja, das war natürlich eine erstaunliche Geschichte, wie ihr euch gut vorstellen könnt. Denn bis dahin war also die Nachrichtentechnik, wie ich sie kannte, eindeutig nur telegrafietechnisch geprägt. Da gab es ja den Samuel Morse, die sicherlich jeder weiß. Und eine Nachrichtenübertragungsart zu meiner Jugendzeit, vor allen Dingen über größere Entfernungen, funktionierte natürlich mit vereinbarten Zeichen. Und sowas gab es ja bereits 1838 schon. Und die ersten Telegrafiesysteme nutzen nach der Begründung der Elektrizitätslehre die ersten elektrischen Telegraphen mittels Zweidraht-Telefonleitung und der Nutzung der Morsezeichen, die ein Alphabet natürlich komplett ersetzen konnten. Das war ja das Raffinierte eigentlich an diesen Morsezeichen, die der Herr Morse da entwickelt hatte. Ja, und dazu haben wir natürlich auch wieder Experimente, zeige ich Ihnen also jetzt. Denn diesen Morseapparat und die entsprechende Technik, die dahinter steht, mit den sogenannten Telegrafierelais, das schauen wir uns jetzt mal wieder praktisch an. Ja, und dann kam der Kuhera, ne, der ja 1896 schon existierte. Und daraus baute ich ein Gerät zur Aufspürung und Registrierung elektrischer Schwingungen. Die Gleichrichtung der Hochfrequenzschwingungen basiert natürlich auf diesem Kuhera. In Deutschland wurde der Kuhera übrigens Fritter genannt, weil man zunächst dachte, dass die aneinander frittenden Metallspäne in diesen Glasröhrchen die Ursache dafür sind, dass man im Grunde jetzt hier unterschiedliche Innenwiderstände dieses Kuheras im Grunde wahrnehmen konnte. Ne? Heute wissen wir, das sind andere Phänomene, ne, die dazu beitragen, dass der Kuhera hier niederohmig wird, wenn er eine Hochfrequenzschwingung bekommt. Aber das wusste man natürlich zu meiner Zeit 1896 auch noch nicht. Ne? Und ja, so ein Kuhera zeige ich Ihnen jetzt einfach mal. Da werden Sie also sehen, mit diesem Universalmessinstrument, wie sich also der innere Widerstand dieses Kuheras deutlich verändert. Also von einigen Kiloohm runter auf einigen Ohm. Und damit lässt sich natürlich elektrotechnisch hier einiges machen. Also daraus kann man ja was machen. Das heißt, der Kuhera wird ja niederohmig. Und damit kann ich dann natürlich über ein Relais eine Klingel quasi betreiben oder aber natürlich, wie wir es vorhin schon gesehen hatten, so einen Telegrafenschreiber. Ja, der Kuhera ist natürlich nicht meine Erfindung, sondern es gab schon verschiedene Typen von Kuhera. 1890 von Brantley und offensichtlich ganz unabhängig davon, 1893 auch nachweisbar, von Alexander Popow. Popow benutzte den Kuhera allerdings nicht für die Nachrichtentechnik, so wie ich ihn nutzen wollte, sondern er nutzte das zur Erkennung von Blitzentladungen als Gewitterwarnsystem. Wie wir hier auf diesem Bild von seinem Entwurf hier rechts unten sehen können, sehen wir hier eine Klingel und dieser Gewitterwarner würde, eine Antenne ist natürlich hinten angeschlossen, würde natürlich jetzt diese Klingel zu läuten beginnen, sobald sich Blitzentladungen quasi in der Atmosphäre ergeben. Und damit wurde ich natürlich durch diesen Blitzwarner rechtzeitig von einem herannahenden Gewitter gewarnt. Und genau das war eigentlich die Idee des Alexander Popow. Ja, wie funktioniert denn ein Kuhera? Da müssen wir natürlich ein bisschen, nicht nur für die Insider, sondern auch für die nicht ganz so thematisch, sagen wir mal,
eingewiesenen Damen und Herren hier unter uns. Da müssen wir natürlich mal so ein bisschen noch was erzählen. Ne? Ja, der Kuhera, wie gesagt, in Deutschland ja auch Fritter genannt, ist natürlich nicht für den Musik- oder den Sprachempfang geeignet, sondern ausschließlich für den Telegrafieempfang. Na, das muss man natürlich wissen. Er sitzt schaltungstechnisch zwischen der Antenne und dem Erdpotential. Wir nennen das ja gerne die Erde oder der Erdanschluss. Ne? Die Spannungsquelle mit einem Telegrafie-Relais setzt parallel zum Fritter. Wird der Fritter niederohmig, so wird der Stromkreis ja im Grunde für das vorgespannte Relais geschlossen. Also wenn wir hier mal auf der rechten Seite den Empfänger sehen mit den rot eingezeichneten Verbindungslinien, dann sehen wir, guck mal, wenn dieser Kuhera da niederohmig wird, ne, dann liegt ja die Relaisspule rechts zu sehen, ne, die liegt ja dann im Grunde ja mit der Spannungsquelle quasi auf dieser Potentialseite, wo die Erde angeschlossen ist. Also der Stromkreis ist geschlossen. Und da hatten wir ja vorhin gesehen, dieser Kuhera kann von einigen Kiloohm runter auf wenige Ohm bei Empfang einer Hochfrequenz über die Antenne natürlich ja quasi wie ein Kurzschluss dastehen. Und das bedeutet dann natürlich, dass unser Relais, unser Telegrafenrelais rechts unten hier im Bild dann natürlich auslöst und einen zweiten Stromkreis schließt, der dann schließlich diese Klingel betätigt und mit dem Klopfer gleichzeitig den Kuhera, also die verfritteten Metallspäne im Grunde wieder auflockert. Na, das muss ich übrigens immer machen. Wenn ich den Kuhera nicht beklopfe, dann würde er nach einmaligem Empfang einer Hochfrequenz auch niederohmig bleiben. Das muss uns klar sein. Ja, wie funktioniert der Sender? Na, hier ist der Knallfunkensender schon fast ein Löschfunkensender, weil wir sehen, die Funkenstrecke ist im Grunde zwischen zwei großen Metallkugeln zu sehen. Die Metallkugeln hängen einmal nach oben an der Sendeantenne, nach unten natürlich wieder auf Erdpotential. Und dann habe ich hier links davon einen sogenannten Funkeninduktor. Und dieser Funkeninduktor funktioniert einfach so, dass wenn ich da oben meine Morse-Taste betätige, dann würde ich zunächst den Stromkreis zu diesem Hochspannungstrafo, möchte ich sagen, zu diesem Funkeninduktor schließen. Und Induktor heißt er deshalb, weil natürlich dieser Stromkreis von dem Induktor immer wieder unterbrochen wird, sodass sich ganz hohe Schaltschwellen im Grunde an dieser Hochspannungsspule ergeben, die dann natürlich am Ausgang diese Funken jetzt natürlich an der Funkenstrecke bilden können. Ne? Ich hoffe, das konnte man so ein wenig nachvollziehen. Ja, meine erste Sende- und Empfangsanlage entstand 1896. Ne? Da waren meine Experimente an diesem System so weit fortgeschritten, dass ich ernsthaft ein erstes Patent dafür in Erwägung zog. Ne? Ja, das Ganze habe ich natürlich dem italienischen Postminister damals auch im gleichen Jahr übrigens vorgestellt und vorgeführt. Aber er meinte, ja, was sollen wir damit? Also was soll man damit anfangen? Und hielt das für nicht besonders brauchbar. Also er hatte überhaupt nicht verstanden, was eigentlich diese Beweise mit meinem ersten Sende- und Empfangsgerät eigentlich für die Zukunft vor allen Dingen ausmachen werden. Das hatte er überhaupt nicht verstanden. Also physikalisch nicht besonders begabt, möchte ich ganz vorsichtig sagen. Ne? Ja, daher ging natürlich meine Aufmerksamkeit in Richtung England. Ne? England, der Seefahrernation. Ne? Und über einen Freund der Familie, den damaligen Botschafter von Italien in England, kam ich im Februar 1896 nach London und stellte hier auch meinen ersten Patentantrag. Aber da wissen wir ja, ein Patentantrag wird sorgfältig von den Behörden geprüft
Und bis ein Patent entschieden oder damit natürlich dann auch verbrieft und eingetragen ist, dauert das immer eine ordentliche Zeit. Also da musste ich mich jetzt im Grunde gedulden. Aber das ist nicht ganz mein Gefühl. Ne? Also ich bin eigentlich ein Macher und habe es mit der Geduld nicht so. Deshalb habe ich an der Stelle natürlich trotz des eingereichten Patentantrags natürlich fleißig weitergemacht. Ne? Und meine Vision, so wollte ich das auch natürlich in England vorstellen, war das Problem, dass nach dem Verlassen eines Hafens die Schiffe ja völlig auf sich allein gestellt sind. Ne? Und ja, meine These damals war, wir sollten die Funktechnik dazu nutzen, die Verbindungen zu den Schiffen auf See zu halten, um Wetterberichte und insbesondere natürlich auch wichtige Nachrichten weiterhin austauschen zu können. Das heißt im Grunde Verbindung auf See zu halten. Das war eigentlich im Grunde meine Idee. Denn Seekabel, wie ich vorhin schon dargestellt habe, an den Karten, die ich euch gezeigt habe, bei der Telegrafenstation, Seekabel und so weiter, das hatten wir ja schon alles. Aber Funkverbindungen waren ja bis dahin eben noch nicht vertreten. Ja, und dann kam meine ganz berühmte öffentliche Präsentation, die ja in der Geschichte eingegangen sind. Ja, eingeleitet wurde das Ganze über einen weiteren Familienkontakt, mein Cousin mütterlicherseits, nämlich Henry Davis, Mitte 1896 in London, der den Kontakt zu William Preece herstellte. Damals war Preece der Chefingenieur des British General Post Office. Ja, und der war von meinem System sichtlich beeindruckt. Und damit wurde Preece in der Folgezeit für mich ein ganz bedeutsamer Unterstützer. Und er sorgte eigentlich dafür, dass man endlich auch Gelder zugeschrieben bekam, um diese meine Funktechnik weiterentwickeln zu können. Ja, und genau diese Präsentation, die erleben wir jetzt an dieser Stelle. Mein Assistent wartet schon im Hintergrund. Er wird mit seinem Knallfunkensender ordentlich vor sich hin funken. Und wir werden jetzt im Grunde dann das Ergebnis in diesen Kasten, damals hatte ich, weil das Patent ja noch nicht im Grunde bestätigt war, natürlich alles vorsichtigerweise im Kasten verbaut. Und so konnte sich im Grunde ja die Öffentlichkeit, vor allen Dingen eben das Post Office, ja, das britische, dafür dann überzeugen, dass meine Idee grundsätzlich physikalisch funktioniert. Schauen wir uns das doch mal an. Im Mai 1897 gab es erste Sendeversuche im Bristol-Kanal. Von der Insel Flatholm, das liegt ziemlich nah am Festland, das ist eine Distanz von etwa 6 Kilometern. Und nach mehreren Fehlversuchen, das muss ich ja so gestehen, gelangt dann schließlich auch die Übermittlung der Nachricht Let it be per Telegrafiezeichen natürlich, ne? Und der Nutzung eines Knallfunkensenders. Ja? Und damals setzte ich eine Hochantenne ein, weil jetzt natürlich andere Entfernungen zu überbrücken waren. Und wenig später gelang mir dann auch die Übertragung über noch größere Distanzen von etwa 15 Kilometer. Das war also schon zur damaligen Zeit für mich eine hochbefriedigende Ergebnis. Ne? Und ich habe eindeutig erkannt, dass an den Bau der Antennen also ein ganz wesentlicher Schlüssel hängt, der eben das Gelingen oder das Nichtgelingen für größere Distanzen meiner Knallfunkensender und Funkenempfänger, dass tatsächlich das von ganz großer Bedeutung ist, was ich da als Antenne im Grunde verwende. Ja, das war nicht mein Wunsch, dass wir Besuch aus Deutschland bekamen, sondern es war Wunsch des britischen Postministers an der Stelle, diesen deutschen Besucher bei meinen Versuchen hier im Bristol-Kanal zuzulassen. Das war mir gar nicht so recht, weil ich ja immer noch nicht vom Patentamt
meine Patentbestätigung hatte. Der Adolf Slaby aus Deutschland war also dabei bei diesen Versuchen, ja, im Bristol-Kanal. Und ja, er hat schließlich auch die Bezeichnung eingeführt, Spark-Telegraphie, also zu Deutsch Funkentelegraphie oder Funkübertragung für eine drahtlose Nachrichtenübermittlung. Slaby war es auch, der dem Kaiser Wilhelm II. In Deutschland die drahtlose Telegraphie natürlich durch Nachbauten vorführte und mit der Gründung des Unternehmens Telefunken dann auch vom Kaiser beauftragt wurde. Ja, was dahinter steckte, haben wir dann später natürlich erfahren. Der deutsche Kaiser wollte unbedingt den zeitlichen Vorsprung, den wir jetzt in England im Grunde erreicht hatten, den wollte er wieder aufholen. Ne? Das war im Grunde der politische Hintergrund, dieses Thema durch Telefunken entsprechend zu fördern. Was mich als nächstes interessierte, ja, wir ballerten ja die ganze Zeit mit unserem Knall- und Löschfunkensender mit wahnsinnigen Energie- und Spannungsaufwendungen, knallten wir sozusagen unsere Längstwellen in den Äther in der Hoffnung, dass sie irgendwie von einer Empfangsantenne wieder aus der Atmosphäre herausgefischt werden und als Zeichen verarbeitet werden können. Und jetzt ging es mir eigentlich darum, nachdem wir erkannt haben, dass eigentlich die Antennen einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss haben auf das Gelingen oder Nichtgelingen zur Überbrückung hoher Distanzen, das führte bei mir natürlich zur Überlegung, könnte ich, und auf diese Idee wurde ich schnell gebracht durch mein Team, könnte ich im Bereich dieser Längstwellen, die durch Knallfunkensender also erzeugt werden, auch einzelne Funkkanäle abbilden? Ne? Und das Ergebnis war ein eindeutiges Ja. Im Grunde sind, und das zeige ich Ihnen jetzt selbstverständlich wieder, denn da haben wir hier einen originalen Nachbau des Marconi-Tisches für uns heute Abend. Da werden wir sofort jetzt an diesen Nachbautisch des Herrn Marconi feststellen, dass ich durch Induktivitäten, die ich im Grunde in Reihe schalte zu einem Eingangskondensator hinter der Antenne, dass wir tatsächlich hier ganz unterschiedliche Frequenzen mit ganz unterschiedlichen Sendeleistungen tatsächlich auch wahrnehmen können. Und daraus wurden dann schließlich in der Längstwelle die Frequenzkanäle A, B und C, wie sie später nannten, auch abgeleitet. Das schauen wir uns jetzt an. Im Jahr 1900 war eigentlich klar, dass man durch Kondensatoren und Induktivitäten als Schwingkreis tatsächlich sehr viel mehr aus den Knallfunkensender herausholen kann. Haben wir dann endlich mal versucht, auch echte transatlantische Funkverbindungen zu realisieren. Und dazu wurde auf Poldhu, das ist in Cornwall, wurde also Ende 1900 mit dem Bau einer ersten Funkstation begonnen. Von hier aus sollten die ersten transatlantischen Verbindungen durchgeführt werden und die Sendeanlagen, anfangs noch 25 Kilowatt, ne? Kilowatt, ja, ich betone das, wurden wesentlich von John Ambrosius Fleming, das war zu jener Zeit mein wissenschaftlicher Berater, geplant. Also diese Antennenanlage, die hier zu sehen ist, ist im Grunde seine Konstruktion. Ja. Und am 18. Januar 1903 gelang es dann zum ersten Mal, eine transatlantische Funkverbindung tatsächlich hinzubekommen. Und das war natürlich, was wir damals auch nicht wussten, von einer an dem Tag günstigen Lage in der Ionosphäre im Grunde geprägt. Also wir haben endlich mal verstanden, dass also Spiegelungen in der Ionosphäre eine ganz wesentliche Rolle spielen, um hier entsprechende Distanzen überbrücken zu können. Ne? War uns bis dahin überhaupt nicht klar. Ja, jetzt kam es zu meiner neuen Konkurrenz aus Deutschland. Durch diese Gründung von Telefunken, also der Gesellschaft für die drahtlose Telegraphie, was im Übrigen ein Zusammenschluss war
von 1903 von den beiden Elektrokonzernen Siemens und Halske und AEG, eben auf ausdrücklichen Wunsch des Kaisers, ne? Da ging es natürlich jetzt echt mit Konkurrenz los. Das heißt, auf deutscher Seite wurde jetzt versucht, natürlich meine inzwischen vorhandenen und natürlich auch anerkannten Patente quasi durch eigene Entwicklungen, ich will nicht sagen zu unterwandern, aber mindestens zu konkurrieren. Ja, abgesehen von der Schlömilchzelle, ein hochinteressanter Detektor eigentlich, der den Coherer locker ersetzen konnte, entwickelte Schlömilch auch eine Schaltung zum Aufbau eines Löschfunkensenders, mit dem Telefunken 1906 die erste eigene drahtlose Telegrafieübertragung, nämlich eben unter Ausschaltung meiner Patente, das ist ja das Problem, über eine Strecke von 36 Kilometer zwischen Berlin und Nauen demonstrieren könnte. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass das für mich sehr ärgerlich war, denn das gefährdete natürlich mein ganzes Bestreben im Grunde in dieser Technik der Vorreiter zu sein. Ja, mein Durchbruch in England, also beinahe wäre es mir tatsächlich gelungen, in den Anfangstagen des Seefunksverkehrs fast ein Weltmonopol zu erreichen. Aber das wurde mir eben durch die immer stärker auftauchende Konkurrenz auf Seiten von Telefunken eben nicht gegönnt. Ja, ganz spannend, so als Randnotiz, aufgrund meines Beitrags natürlich zur drahtlosen Telegrafie wurde mir übrigens eine kostenlose Passage für die Jungfernfahrt der Titanic im April 1912 angeboten. Gott sei Dank war ich verhindert, ich musste mich um meine Gesellschaft kümmern und damit bin ich Gott sei Dank nicht in die Verlegenheit gekommen, hier ums Überleben kämpfen zu müssen auf der Titanic beim Untergang. Und ja, dann die Titanic, aber nicht nur die Titanic, waren ja mit meinen neuen Marconi-Sender und auch dem Marconi-Fachpersonal oder Funkpersonal, muss ich richtig sagen, ausgerüstet worden. Also die Engländer haben dieses Thema der Telegrafie-Einrichtungen meiner Systeme, ja, das sagte ich ja eingangs, deutlich unterstützt gehabt. Die Funkausrüstung der Schiffe mit dem Stand 1912 war immer ein Löschfunkensender. Sie hatten an der Funkenstrecke eine größere Masse, wie ich vorhin schon erzählt habe, durch zwei Kugeln oder eine zwei- bis drei geteilte Funkenstrecke. Auch das gab es als Technik, was auch auf den Schiffen übrigens verwirklicht wurde. Und dann ein Magnetdetektor, den ich entwickelt hatte. Dieser Magnetdetektor ist hochspannend, weil er eben hintendran auch noch einen mechanischen Verstärker hatte. Heute kennt sowas kaum noch ein Mensch. Also ohne Transistor, ohne Röhren, ohne Verstärkungselemente, rein mechanisch ein Signal, ein NF-Signal im Grunde zu verstärken. Ne? Und diese mechanischen Verstärker kommen natürlich aus der eigenen Produktion, genauso wie der Magnetdetektor, der hier zum Einsatz kam. Ups, ein zu weit. Ja, die Detektoralternative war eben, wie vorhin schon angedeutet, diese Schlömilchzelle seit 1903. Und zugegeben, sie war viel empfindlicher und viel zuverlässiger natürlich als der Coherer. Und auch zuverlässiger, das muss ich ja zugeben, als mein Magnetdetektor. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass man natürlich eine Entwicklung eines Konkurrenten nicht unbedingt natürlich forciert in den eigenen Systemen, sondern ich wollte natürlich meinen Magnetdetektor weiter vermarkten. Ne? Und dieser elektrolytische Detektor besteht im Grunde aus zwei Elektroden, aus zwei unterschiedlichen Materialien, wie zum Beispiel Zink und Platin, die in verdünnter 20%iger Schwefelsäure oder aber Salpetersäure eintauchen, ganz wenig eintauchen und darüber tatsächlich wie eine Diode wirken. Wer sich dafür interessiert, möge sich einfach mal in dem YouTube-Kanal Radio Bauprojekte das Ganze nochmal anschauen. Ich habe ja hier einen sehr ausführlichen Film gemacht,
zu der Schlömilchzelle. Schaut euch das gerne an, wenn euch das näher interessiert. Ja, dann kamen die berühmten Kristalldetektor ab 1923, die ich natürlich auch in meinen Systemen schließlich verwendet habe. Ne? Und diese Detektorempfänger oder wie man sie später auch nennt, Detektorradios, waren in den Anfangstagen des Rundfunks natürlich die einfachste und vor allen Dingen, das war ganz wichtig natürlich für die Bevölkerung, die preiswertesten Geräte zum Empfang der ersten Hörfunksendung, die natürlich zunächst noch versuchsweise ausgestrahlt wurden. Und das war vor allen Dingen die Mittelwelle, die da hervorzuheben ist, später dann auch natürlich die Kurzwelle und auch die lange Welle in Amplituden modellierter Weise, also AM, wie der Fachmann dazu sagen würde. Ne? Ja, und natürlich hat meine inzwischen gegründete Marconi-Gesellschaft diese Detektorart, das hatte ich ja gerade schon erzählt, ebenfalls realisiert und auch gebaut und in die Systeme, meine Marconi-Systeme eingebaut. Ja, der Kristalldetektor, ne, den schauen wir uns jetzt natürlich wieder an, ja. Denn mit dem Kristalldetektor wurden endlich auch Sprach- und Musikübertragungen möglich. Ne? Und das hören wir uns jetzt auch an. Wir haben hier natürlich einen solchen Detektorempfänger aufgebaut als Kristalldetektor. Und da ist ein Kopfhörer und den setzt ihr euch bitte auf. Und dann könnt ihr klar und deutlich eine Musikübertragung hören. Ne? Und das Ganze auf Mittelwelle. Also das funktioniert ganz wunderbar natürlich auch heute noch. Und als Kristalle kam da ein ganzer Haufen Kristalle in Frage, vom Bleiglanz über Germaniumkristalle ist alles Mögliche hier versucht worden. Es gab einige Kristalle, die besonders gut PN-Übergänge ausbildeten und sehr empfindlich waren, wie zum Beispiel Germaniumkristalle oder eben andere Kristalle, die dann eben weniger, sagen wir mal, erfolgreich waren. Aber es ist natürlich wie immer auch bei dem Nutzer eine Frage des Preises. Also was nehme ich her, was kann ich mir leisten, was kann ich mir kaufen? Denn diese Kristalle und natürlich auch die Empfänger dazu waren natürlich nur im Rundfunkhandel tatsächlich zu beziehen. Ja, dann kam Lee de Forest. Ja, die erste Elektronenröhre, eine Triode, die in der Audionschaltung in der Lage war, empfangene Hochfrequenzen erstens erstmal gleichzurichten, damit in hörbare Niederfrequenz bei der Amplitudenmodulation ja umzusetzen und natürlich auch zu verstärken, denn das ist ja eine Verstärkerröhre. Also sie erfüllt im Grunde beide Aufgaben, nämlich Gleichrichtung, das heißt Abschneiden der zweiten Halbwelle, ne, bei der Sinusschwingung und dann auch noch eine Verstärkungseigenschaft hatte, sodass man hier endlich mal mit diesem Empfänger auch einen sogenannten Trichterlautsprecher anschließen konnte. Also eine ganz verrückte Geschichte haben wir auch hier stehen. Schaut euch das jetzt einfach mal am nächsten Experimentiertisch an. Jetzt nähern wir uns mal so langsam an den Grund unserer heutigen Geburtstagsfeier, nämlich 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Da nähern wir uns jetzt mal so langsam an. Im Dezember 1920 strahlte die Funkstation Königs Wusterhausen zum ersten Mal eine Testsendung aus. Das war ein Weihnachtskonzert, also hochspannend für die, die schon über Detektorempfängern zum Beispiel verfügten. Ne? Zuvor hatte der Hans Bredow, vielleicht schon mal gehört, eine nicht unwesentliche Person, wenn es um die Radiogeschichte in Deutschland geht, der hatte bereits im Ersten Weltkrieg erste Musikübertragungen zur Truppenbetreuung ja erprobt, denn an den Fronten im Ersten Weltkrieg ging es ja äußerst gefährlich und ruppig zu. Und zur Truppenberuhigung oder zur Truppenbetreuung hat er tatsächlich über die damals vorhandenen militärischen Funkgeräte dann die ersten Musikübertragungen hier schon realisiert gehabt. Ne?
Und der Hans Bredow war im Grunde eigentlich Hochfrequenztechniker und später dann Vorsitzender des Verwaltungsrates der Reichsrundfunkgesellschaft. Und er prägte 1919 schon den Begriff Rundfunk. Ja, und dann um 20 Uhr am heutigen Tag, also am 29. Oktober 1923, ging dann endlich nach vielen weiteren Versuchen und Erprobungen die allererste Sendung vom Unterhaltungsrundfunk vom Berliner Voxhaus offiziell auf Sendung. Ein bedeutsames Ding natürlich, ne? Und dazu möchte ich nochmal in unserem Raum hier auf die Sonderausstellung des Radio- und Telefonmuseums Wiedenbrück hinweisen, die ja noch bis zum 10. März 2024 zugänglich ist und im Grunde technisch die Historie dieser 100 Jahre Rundfunkgeschichte im Grunde da nochmal abbildet. Nicht politisch abbildet, sondern technisch abbildet. Ja, und wie war es jetzt bei uns in Westfalen? Ja, im heutigen Nordrhein-Westfalen, dem Sendegebiet des WDR, gab es natürlich noch ein Problem. Denn ein solcher Sender konnte zunächst nicht in den Ballungsgebieten von Rhein und Ruhr errichtet werden, also nicht in Köln zum Beispiel. Denn nach dem Ersten Weltkrieg war das Rheinland und das Ruhrgebiet natürlich noch Besatzungszone der Franzosen. Ja, und somit bot sich Münster als eine gute Alternative an, denn von hier aus konnte man natürlich per Mittelwelle auch diese Gebiete gut erreichen. Und am 10. Oktober 1924, also fast ein Jahr später, ging dann mit der Westdeutschen Funkstunde AG vom Gelände eines Elektrizitätswerkes in Münster erstmals die erste Sendung dann natürlich on air. Ja, und wenn Sie es jetzt noch genauer wissen wollen, ja, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall YouTube. Hier finden Sie den Kanal Radio Bauprojekte, falls Sie ihn noch nicht kennen, mit sehr ausführlichen Beschreibungen und Erklärungen der gerade hier ja dargestellten Themen und Techniken. Und wie ich schon gerade auch erzählt hatte, oder besuchen Sie das Telefon- und Radiomuseum in Wiedenbrück. Und ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr komplettes Marconi-Team, Ade und Bye-Bye. Vielleicht bis zum nächsten Mal.